Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro. Yugi gegen Noah Kaiba mit einem anderen Deck. Er hat jetzt. Okay, passt da mal auf. Weil im Du in der Serie so war, dass quasi jetzt das Duell von Kaiba fortgesetzt wurde. Hätte ich eigentlich mein Deck nochmal modifizieren müssen. Egal, lass mal so. Ist es quasi im Endeffekt so, dass er 7400 Lebenspunkte hat und ich 400. Kann man natürlich nicht ganz so einstellen. Deswegen gebe ich auf, wenn 400 weg sind. Sobald du bei 7000 oder weniger bist, bist du Game Over. Und das wird nächste Runde schon so passieren, sage ich dir. Recht? Ah, okay, die kann ich eh nicht. Da habe ich anscheinend Ja. nicht genug Fischen. Da habe ich nicht genug. Ach nee, warte, ich muss den ja Außer du selber auch kannst einen auf der Angriff Hand von mir haben. blocken, dann nicht. Okay, also ich tue erstmal das Monster hier beschwören und mache ein Face. Aha, und wie willst du jetzt einen Angriff von mir blocken? Weiß ich nicht, was für ein Angriff? Du hast doch gar kein Monster! Hallo Manju. Oder hallo Trixie. Ist besser. Ich könnte jetzt Ginatus Ache benutzen, aber um ehrlich zu sein, wozu die Mühe? Lol. Jetzt macht der Typ einfach Überläufer. Der Nur weil würde er weiß, dass ich Kuribo hab. Nur weil er weiß, dass ich Kuribo hab. selbst wenn du, ja, bist Game Over, drückst auf Aufgeben. Und ja, ich hätte Shinato beschwören können, nur so. Ja und? Ein Kuribo hat also sowieso nicht gereicht. Hey, natürlich So, reicht ein wie sieht's Kuribo. aus? Da greifst du mir jetzt schon NATO an, ich schmeiß den Kuribo ab, fertig. Ja, aber Ritualbeschwörung ist doch eine Spezialbeschwörung, oder habe ich nicht recht? Ja und wieso? Dann hätte mein Shinato dein Monster getötet. Du hättest keinen Schaden bekommen durch Kuribo, aber mein anderes Warte. Monster, das ja immer noch da ist, hätte dich dann vernichtet. Es ist Welches vollkommen andere irrelevant. Monster? Du, ach so, du hättest noch eins dann gespielt. Oh mein Gott, Mann. Ja, natürlich. Ich dachte, du hättest nicht so viele Monster auf der Hand, dass das hinhaut. Vier Stück? Ich hatte so viele Monster auf der Hand, dass ich sogar mit zwei, drei Sterne Monster So, dann Shinato gehen wir beschwören mal konnte. das da. Was ist das denn? An der Hand auf. Okay. Warum hat der Kann ich Überläufer im jetzt dein Deck? Monster auffahren, weil das ja jetzt meiner ist? Ja, aber warum hat der Überläufer im Deck? Der hat dreimal Überläufer Ja, im aber Deck, warum ja. denn, WTF? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Niemals. Karte einmal eingesetzt hat, aber gut. Change of Heart. Zu Deutsch Überläufer. Steht hier. Und deswegen ist sie dreimal drin, weil die alle so oft drin sind. Ich opfere jetzt dein Monster und mein anderes Monster. Und damit beschwöre ich den Typen, der dich One-Hit killen kann. Den Typen, der mich One-Hit killen kann. Ja, je nachdem, wie viele Lebenspunkte hast du denn jetzt? So, und Jetzt wieder ich ohne das da. beschwöre Yatagarasu. Warte, warte, der 200 Le. Was? 200? Ja. Effekt wurde aktiviert. Das war das Monster, was wieder auf die Hand gehen kann. Er gibt sich selbst auf die Hand zurück. Ja, du hast keine Karte gezogen, richtig. Das hat Yatagarasu ebenfalls. Okay. Hey, warte mal, du hast mich gerade nur mit dem angegriffen? Ja, wieso? ETF. Ich hatte Angst, du kannst meinen Angriff Ich irgendwie habe blocken keine und mein Karte Monster gezogen. Ja, vernichten. richtig geil. Dann kann ich auch nichts spielen, wenn nichts ziehe. Weißt du, was jetzt passiert? Wen greifst du jetzt wieder an? Mit dem Kleinen oder mit dem Großen? Das war der Kleine. Ja, fuck man, der bringt mich um. War das jetzt ein Witz? Ja, ist so. Hast du immer noch 400? Ich Ja, dachte. natürlich. Ja, und was hat's dir gebracht? Du bist jetzt trotzdem Game Over. Ja.
Und das hättest du auch letzte Runde schon sein können. Übrigens, das war jetzt schön, dass ich dir endlich wenigstens eine von den Spirit-Monster-Karten konnte ich dir jetzt zeigen. Ja, Takarazu. All die anderen Karten, möchtest du die auch irgendwann noch sehen? Können gerne noch ein Match machen. Ich kenne die Monster, die man wieder auf die Hand. Ich hab die Folge gesehen, Alter. Ich nicht, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, was er da benutzt hat. Naja, gut. Das bist ja gar nicht du. Ich bin doch da, dein Raum ist gerade erst aufgeploppt, Mann. Sag mir, wie andere vor dir joinen können. Weiß ich nicht. Die benutzen das alte Yu-Gi-Oh, da geht's schneller. Faule Ausreden. Wo soll ich das wissen? Aber du bist gerade erst aufgeploppt. Die anderen zwei Räume hätte ich auch betreten können. So, sehr gut. Ich habe erstmal das. Das freut mich schon. Ein Problemchen habe ich jetzt natürlich. Während der Endphase. Gib sie auf die Hand zurück, gib sie auf die Hand zurück. Okay, gib alle auf die Hand zurück, jedes einzelne. Ja, wieso? Das ist denn ihr Effekt? Ja, aber was bringt's mir, wenn ich jetzt ein Monster spiele und dann habe ich's nachher nicht mehr? Verstehst du? Ja, darum geht's bei denen nicht. Okay, ich spiele eine Karte verdeckt, denn dann wird der Effekt nicht ausgelöst. So, ich spiele den ausgebildeten, abscheulichen Elfenschwertkämpfer. Obnoxious Kämpfer. Ich glaube, da haben sie was falsch übersetzt. Oh, du hast Otohime gekillt. After Damage Calculation. Muss ich jetzt Ja drücken? Ja, weiß ich doch nicht. Ich weiß ja nicht, was für einen Effekt das Viecher hat. Jetzt sind die Defense gewechselt. Ja, wird er wohl bleiben. Hä? Werbung, aber mein Handy will nicht laden. Auch gut. Hallo? Ja, was ist denn? Hast du ein Problem? Ja, du hast einfach nichts mehr gesagt und machst auch gerade nichts. Ich habe mich für diese Taktik entschieden. Da krieg ich die Werbung an meinem Handy nicht geladen, auch gut. Kannst du gefälligst mal was drücken? Okay. Rate mal, was ich hier hab. Dieser Überläufer. Fick dich. Ich glaube, an die Karten, dass der Überläufer benutzt hat, daran erinnerst du dich nicht. Aber alles andere... Nein, komplett überhaupt nicht. Ja, aber steht im Wiki, Mann. Ja, schau die Folge an. Vielleicht ist das Wiki ja falsch oder so. Ja, keine Ahnung. Warum schaust du bei dem Wiki auch auf seine Seite, anstatt auf die Seite der Folge zu gucken und da das Deck anzuschauen? Weil ich immer direkt bei der Person bin. Wenn die Duelle über mehrere Folgen gehen, ist das ziemlich nervig. Ja, dann machst du einfach jede Folge auf. Eine oder drei oder so. So, soll ich die... So hab ich's gemacht. Und ich war definitiv nicht langsamer im Deck bauen als du. Ach, was soll's, ich opfer jetzt den da. Ho! Ja. Du was? Ja. Keine Ahnung was. Ich weiß auch nicht, was das für eine Karte ist. Die hat er nicht benutzt. Die kommen wieder ins Deck rein. Ja, ich möchte den Deck reinbekommen. Okay. Faszinierend. Ja, der faszinierende Kreis, der ist schon sehr faszinierend. Er ist nicht faszinierend. Liest dir mal den englischen Namen durch. Schon wieder falsch übersetzt. Warum erfinden die immer so andere Namen? Der ist faszinierend. Punkt. Komma Strich. Naja. So. Das bringt mir leider nichts. Ich habe kein Obwohl doch, ich habe schon Ritualmonster. Warte mal. Normal oder... Ach ne, das wäre spezial, das wird doch nichts bringen. Okay, welches Monster spiele ich jetzt? Ich habe eigentlich keins, was dein Monster umbringen kann.
Ja, gut. Beta, der Magnetkrieger. Ich kann mit diesem Monster nie wieder angreifen. Es bleibt also für immer eine Wand. Ja. Das soll es auch sein. Ein Monster, was mir nicht gefährlich werden kann. Ist immer gut, ja. Das mache ich jetzt so lange, bis du Game Over bist. Das ist Warum kann denn der direkt angreifen? Weil das sein Effekt ist. Jeder von diesen Spirit-Karten hat einen Effekt. Ich habe zum Beispiel auch eine, die kann alle deine Monster angreifen. Jedes einzelne in einer einzigen Battle Phase. Gen. Dieses Mal nehme ich den. Warum? Was ist an dem so besonders? Na, der ist stark genug, um dein Monster zu besiegen. Ich könnte jetzt nochmal angreifen und dann wären beide tot. Falls ich das möchte. Möchte ich aber nicht. Ich will ihn lieber wieder auf die Hand zurückhaben. Oh, ich vermisse die Zauberkarte, die mir 500 Lebenspunkte dafür gibt. Die wäre jetzt schön. Oh ja, keine Ahnung. Lass mal den erstmal stehen. Kann vielleicht noch hilfreich sein da. Oh, was habe ich denn da Feines? Weiß ich nicht, weißt du was? Das musst du wissen. Ja. Okay, hat geklappt. Sogar bei einem direkten Angriff. Ziemlich OP. So, pass mal auf. Und... Hand vom Deck. Das ist so bescheuert. Der ist ja sogar schwächer. Okay, greif mal so an. Cards in Italics debütet hier. So. Was? Change of Heart. Hallo. So, hier. Zug 40. Noah. Hallo. Geht. Dann verwandelt er Thea Gardner fast in Stein, aber sie bla 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 bla. Noah aktiviert dann Überläufer, um Yugis dunklen Magier bis zum Ende des Zuges zu übernehmen. Er opfert ihn dann, hallo, zusammen mit seinem Spirit Token, um Hinokago Tsuchi in Attackposition. Hast du, hallo, ich lese hallo dir gerade vor, was in Episode 118 steht, Dennis. Und was bedeutet das? Das bedeutet, du hast ein scheiß Gedächtnis, er hat Überläufer benutzt. Brauche ich noch das Monster direkt. Hast du echt vor, mit dem anzugreifen? Du musst ja verzweifelt sein. 2000 Verteidigung, okay. Ich habe erstmal vor, ein paar Runden zu chillen. Ich auch, ich kann nicht angreifen. Ein verdecktes Monster. Ich habe gerade eine Zauberkarte gespielt. Ja, stimmt. Was ist deine Feldzauberkarte eigentlich? Ah.
Auch eine MLP-Karte. Ernsthaft? Die Zuflucht im Himmel ist eine MLP-Karte bei dir. Natürlich. Mit welcher Begründung sollte das denn nicht sein? Ich habe nur Feenmonster, nur Feen. Fast nur Feen. Dass ich die auch beide gezogen habe. Ich glaube, die habe ich beide nur einmal im Deck drin. So, verräterische Schwerter, jetzt seid ihr weg. Nächste Runde geht's ab, Dennis. Tut mir leid. Oh ja, oh ja. Hast du deine Vorbereitungen rechtzeitig? Oh, Mist. Der das hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, keine Ahnung, brauche ich auf jeden Fall noch ein anderes Monster. 5. Dann tun wir den da weg. Hallo schwarzglänzender Soldat. Ich wusste gar nicht, dass Yugi dich jemals benutzt hat. Er hat, glaube ich, seine Ritualbeschwörungskarte einmal angetippt. Also war sie in seinem Deck. Also in Folge 119 benutzt er zumindest kein Ritualmonster. Ja, okay. Spielst du dann weiter? Greif an. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ausgerechnet, das solltest du noch behalten. Diese ekelhaften Fragezeichen Rückzeiten. Hä? Ah, jetzt. Komisch. Was? Der kann mich direkt angreifen? Ja, natürlich! Ekelhaft. Das war's wert, die 700. Der ist cool, der ist aber fast unmöglich zu beschwören. Beschwör ihn doch einfach, indem du deinen schwarz glänzenden Soldat aufpasst. Mit fast unmöglich zu beschwören, meine ich damit, man kann ihn nicht so beschwören! Okay, wie willst du ihn denn da beschwören? Ich weiß nicht, von wem du redest. Viel, viel aufwendiger. Er braucht zwar drei bestimmte Monster, die für ihn geopfert werden müssen, um beschwört zu werden. Ah, okay, ich weiß schon. Der Magnetkrieger. Valkyria oder so ähnlich. Valkyrion. The Magnet Warrior. Ja. Schau, was ich hab. Das Monster, was mich nochmal angreift. Ich finde ihn nicht so nett. Das war meins. Jetzt hast du dir einfach mein Monster gekrallt. Schau dir das mal an. Jetzt kratzt du mir mein anderes Monster auch noch. Warum aktiviert er sich? Weiß ich nicht, was hat er denn für einen Effekt? Das frage ich mich auch. Welchen Effekt hat er, bitteschön? Warum passiert nichts? Muss ich ihm was anklicken? Nein, ich kann was anklicken. Ich dann mach! Er hat Überläufer blockiert, lol. Okay, das wusste ich nicht, dass Gaia das kann. Ändere die in die offene Verteidigungsposition und annulliere. Ah, okay. Der hat nochmal einen Effekt, wenn der verdeckt ist. PTF, das habe ich noch nie gelesen. Ich auch nicht. Ach komm schon, Mann. So, was schmeiß mal denn weg? Die Karte brauche ich nicht. Du hast jetzt so ein Glück, dass er diesen Effekt hat. Die Karte brauche ich nicht. Sollst du gewinnen. Mit zweimal Überläufer. Was? Ich hab getroffen? Was passiert ja sonst nie? Ja, du hast getroffen. Ah, wow. Hier kriegst du ihn wieder. Gut, da ist sie wieder auf der Seite, wo er hingehört. So, ist das wert? Ich brauche 9 Überläufer. Ich habe 3 im Deck. Ist das wert? Ich hoffe jetzt, dass es das wert ist. Greif einfach an. Du kennst meine... Was? Willst du mich verarschen? Ach so. Okay. Da das Ding 2000 Verteidigung. Ich sehe schon kommen. Nein, leider nicht.
So viel davon habe ich in dem Deck auch nicht. Trixi! Das bringt mir auch überhaupt nichts. Okay, eigentlich ist jetzt schon gewonnen. Ich finde das lustig, dass man da so rumdingen kann. Ja, das ist gewonnen. Wenn du meinst. Oh, die haben auch einen Leuchteffekt um sich herum. Sieht ja sick aus. Was ist das denn? Greift er wieder direkt an. Ich weiß nicht, ob es die wert sind. 700 Lebenspunkte. Es ist vollkommen egal, ich kann jetzt überall. Das war jetzt das Maximum, was ich machen kann, um meine Lebenspunkte zu beschützen. Dann rechne es dir selbst aus, ob das irgendwie reicht. Der Monster bleibt da, seit wann das denn? LOL. Du fragst, was die Zauberkarte macht. Wie sieht die halt durch? Weil Kyrie und der Magnetkrieger genug Sterne. So. Das war das Maximum, was ich an meinen Lebenspunkten schützen konnte. GG, Yugi hat Noah besiegt. Mit 4000 schafft er das. Mit 400 sieht schwer aus. So. Ja. War das jetzt alles ein Part? Ja, wieso? Okay, es sind zwei Zeilen in deiner Excel-Liste. Ich habe erwartet, dass du auch zwei Parts machst. Hä? Wir haben doch ein Part mit Kaibot, ein Part mit Yugi gemacht. Ach so, dann war es ja doch ein eigener. Ja, dann passt's ja. Gut. Dann würde ich sagen. Wie kannst du eine Ab- und An-Moderation vergessen? Und ich habe wieder das Spiel geschlossen über Blackscreen. Ja. Ist Noahs Vater dran. Ja, bewerten nicht vergessen. Ciao. Tschüss.